seit ziemlich langer Zeit im Kopf, dass ich gern mal fermentieren möchte. Ich habe das vor ungefähr 2-3 Jahren schon mal versucht, im Sommer in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Potsdam. Und ich weiß nicht, ob es was geworden ist oder ob es gescheitert ist. Es hat jedenfalls sehr eklig gerochen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das essen wollte. Aber mich fasziniert es irgendwie total, dass man Lebensmittel einfach bei Raumtemperatur und ohne Konservierungsstoff und ohne Einkochen haltbar machen kann. Man braucht einfach nur das Gemüse und Salz. Und das war's. Außerdem liebe ich es, Brot zu backen und Brot zu essen. Und ich finde Sauerteig mega spannend. Hat mich jetzt aber lange Zeit abgeschreckt, weil es einfach relativ viel Arbeit ist, diesen Sauerteig herzustellen und dann auch am Leben zu halten, weil es ist ja irgendwie ein lebender Organismus. Ja, so könnte man es jedenfalls beschreiben. Ich habe es jetzt aber einfach mal versucht und werde es jetzt die nächsten Tage und Wochen weiter versuchen und dann irgendwann mal ein Brot backen und dann sehen wir, was rauskommt. Mein Sauerteig habe ich gestern Abend schon angesetzt. Dazu musste ich einfach nur 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser miteinander vermengen und dann in ein Glas geben. Ich habe das Ganze nicht verschlossen, sondern einfach nur ein kleines Tuch drüber gemacht. Das ist ein Passiertuch. Da kommt also Sauerstoff durch, aber es kommen keine Insekten oder Staubpartikel oder sonst was rein. Dann habe ich meinen Teig über Nacht auf die Fußbodenheizung gestellt in meinem Badezimmer. Und jetzt sieht es tatsächlich aus, als wäre schon ein bisschen was passiert. Schaut mal. Diese Blasenbildung, die man hier sieht, die ist typisch für den Sauerteig. Das heißt, ein bisschen was ist schon in der ersten Nacht passiert. Der wird jetzt weitergefüttert über die nächsten ungefähr 7 Tage. Dann sollte er fertig sein für das erste Brot. Ich habe übrigens Roggenmehl genommen, weil das wohl am allerleichtesten fermentiert. Man kann aber auch jedes andere Mehl nehmen, zum Beispiel auch Weizenmehl oder Dinkel. Ich habe nur gelesen, dass Roggenmehl eben am besten funktioniert. Heute allerdings möchte ich, ihr habt es ja schon gesehen, was hier neben mir liegt, Sauerkraut machen, und zwar mit ein paar Möhren drin. Das ist eigentlich super easy peasy, man braucht dafür nichts, was fancy ist, und das machen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Alrighty, für mein heutiges Sauerkrautrezept braucht man eigentlich gar nicht so viel. Alles, was ich übers Fermentieren weiß, habe ich übrigens aus diesem großen Buch von meinem Opa. Also, ihr benötigt ein Glas und diese Glasgewichte. Grundsätzlich kann man in allem fermentieren, auch in Tontöpfen, Plastikschalen, Schraub- oder Bügelgläsern. Nur von Metall sollte man sich fernhalten, weil durch das Fermentieren entsteht Säure und die kann Metall angreifen, also auch bei Schraubgläsern Vorsicht. Zum Stampfen von meinem Sauerkraut verwende ich immer ein Nudelholz ohne Griffe. Und außerdem brauchst du natürlich dann noch dein Gemüse und ganz, ganz wichtig, Salz. Ohne Salz kein Ferment. Am besten ist es, du greifst zu unraffiniertem Meer-, Ur- oder ja auch Steinsalz ohne Jod. Wichtig, weil Jod kann nämlich den Fermentationsprozess behindern. So, jetzt haben wir alles, können wir also starten, unser Gemüse ein bisschen zu hobeln. Und da habe ich erstmal direkt festgestellt, dass die Hälfte meines Kohls verrottet ist. Richtig guter Start, habe ich mich mega gefreut, aber nicht verzagen, der Fermentationsprozess macht alles Schädliche unschädlich. Natürlich habe ich trotzdem den gröbsten Scheiß rausgeschnitten und nur das frische Gemüse verwendet, aber es wäre jetzt auch nicht so mega dramatisch, obwohl, das wäre schon eklig gewesen. Ich habe es nicht gemacht. Das habe ich alles geraspelt. Das gleiche gilt auch für meine Möhren. Und dann habe ich das in eine große Schüssel gepackt und circa 10 Gramm Salz auf 1 Kilo Gemüse hinzugefügt und das Ganze gut massiert, bis Flüssigkeit hervortritt. Die ist nämlich wichtig. Das merken wir uns für später. Anschließend, wenn das dann alles gut massiert wurde, wird das Kraut in ein Bügelglas gegeben, welches ich vorher natürlich schnell nochmal ausgekocht habe, und dann mit dem Nudelholz runtergepresst, sodass die Flüssigkeit immer über dem Gemüse steht. Das hat einen Sinn, und zwar, dass keine Bakterien das Kraut angreifen können. Um auf Nummer 100% sicher zu gehen, lege ich anschließend dann immer noch ungefähr 2 Blätter vom Kohl oben drauf und drücke dann alles mit den Gewichten runter, bevor ich das Glas verschließe. Hier drin ist mein Sauerkraut. Ich habe diesmal auf jeden Fall mehr darauf geachtet, dass die Flüssigkeit wirklich komplett über dem Gemüse steht. Das sieht man richtig gut hier oben, dass es richtig schwimmt sozusagen. Da sieht man die Flüssigkeit. Ganz oben drauf, bevor ich das Gewicht reingelegt habe und das Glas verschlossen habe, habe ich nochmal ein Blatt Kohl gelegt.
Das ist dazu da, dass, falls irgendwelche Bakterien da oben entstehen sollten, was hier wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber sollte die Flüssigkeit irgendwann runtergehen und sozusagen an der Oberfläche Angriffsort für Pilze, Bakterien, Schimmel sein, dass dieses Blatt das alles abfängt und nichts an das Gemüse darunter kommt. Selbst wenn sich Schimmel bildet, ist dieser Schimmel nicht unbedingt schädlich. Man sollte ihn nicht essen, aber er greift das Gemüse nicht an. Er macht das Gemüse nicht ungenießbar oder in irgendeiner Form giftig oder unverträglich. Und das sieht da jetzt erstmal, ja, nach einem bis jetzt gelungenen Experiment aus. Ich stelle das jetzt hier bei mir in der Küche einfach an einen kleinen Ort, vielleicht sogar ins Fenster. Ich möchte es nicht auf die Fußbodenheizung stellen, weil das könnte vielleicht dazu führen, dass es zu schnell fermentiert. Und das möchte ich diesmal nicht. Den Fehler habe ich nämlich letztes Mal im Sommer gemacht. Da muss man einfach viel mehr Salz noch hinzugeben, damit es dann nicht kippt. Aber jetzt ist ja Winter und die Küche ist relativ kühl. Das heißt, da stelle ich das gute Zeug jetzt unter und wir schauen uns das in den nächsten Tagen, Wochen mal an. Und dann werde ich einen Taste-Test machen und schauen, ob es eklig ist oder nicht. Guten Morgen. Don't mind mein Gesicht. Ich bin wirklich gerade erst aufgewacht. Es ist Sonntag. 2 Wochen sind vergangen, ungefähr, seitdem ich mein Ferment angesetzt habe. Und ich habe ein Update. Also, mein Sauerteig ist gestorben. Beziehungsweise hat gar nicht erst angefangen zu leben. Am ersten Tag hat es irgendwie gut ausgesehen. Das hat alles geklappt. Hat auch ein paar Blasen geworfen. Und dann habe ich ihn immer weiter gefüttert, aber irgendwie ist da nicht viel passiert. Deswegen habe ich ihn dann irgendwann entsorgt und jetzt eine neue Tour gestartet mit einem anderen Rezept. Ich habe mir dann nämlich nochmal ein Buch im Buchladen gekauft. Das heißt Sauerteigbrot für jeden Tag. Und da drin ist natürlich auch das Rezept, wie man einen guten Starter ansetzt. Ich habe mir dieses Buch gekauft, weil ich im Internet ehrlich gesagt ein bisschen überfordert war mit der Masse an Informationen und an unterschiedlichen Rezepten, wie man das machen kann, weil wie bei vielen Dingen, gerade wenn es um Lebensmittel geht, hat da jeder so seinen eigenen Weg. Es gibt 1000 verschiedene Varianten, wie man etwas machen kann und zum gleichen Ziel kommen kann. Und ich dachte, ich brauche einfach klipp und klar etwas vor mir, was mir sagt, wie ich das zu machen habe, damit ich erstmal die Basics überhaupt verstehe. Heute Abend werde ich den dann das erste Mal anfüttern und in ein komplett neues Glas reinpacken, weil das hier irgendwie so eine Methode ist mit 2 Gläsern. Anyway, ihr werdet es ja sehen, ich probiere es einfach aus. Sauerkraut. Das steht jetzt nämlich auch schon seit 2 Wochen rum. Ich musste mehrmals zwischendurch Lake nachfüllen. Und zwar die Flüssigkeit. Die besteht einfach nur aus Wasser und Salz. Das ist ungefähr eine 2%ige Lake. Und habe gestern Abend das erste Mal davon probiert. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich impressed. Also ich habe da jetzt nicht so viel geleistet zu, aber es schmeckt sehr gut. Es schmeckt wirklich einfach wie Sauerkraut. Es ist nicht eklig, es schmeckt nicht nach Gülle, so wie beim ersten Mal. Man kann es essen und ich werde es auch jetzt gleich zum Frühstück wieder essen und euch mal zeigen, wie das so aussieht. Moment of Truth. Ich habe meinen Sauerteigstarter in den letzten Wochen immer gut gefüttert. Er ist irgendwann endlich aktiv geworden. Leider habe ich das für euch nicht aufgenommen. Aber er hat wirklich kurz bevor ich schon wieder aufgeben wollte, hat er angefangen, sich super schnell, super gut zu verdoppeln. Und dann habe ich ihn in den Kühlschrank gestellt. Wenn ich den aus dem Kühlschrank rausnehme, füttere ich ihn wieder, lasse ihn bei Raumtemperatur wieder ein bisschen gehen und stelle ihn dann in den Kühlschrank zurück. Aber heute wollte ich mal ein Brot damit backen. So, let's go! Heute wird Sauerteigbrot gemacht. Ich folge dem Rezept aus meinem schlauen Buch. Zwar nicht ganz genau, weil ich keine Küchenmaschine habe und alles per Hand mache, aber immer noch gut genug, okay? Also, auf 150 Gramm Sauerteigstarter kommen 350 Gramm lauwarmes Wasser. Lauwarm bedeutet immer ca. 27 bis 30 Grad. Dann wird das beides gut vermengt, sodass keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Und dann füge ich 400 Gramm Weizenmehl Typ 550 und 100 Gramm Vollkornmehl, bei mir war es jetzt Roggen, hinzu. Obendrauf kommen dann wieder 10 Gramm Salz und das Ganze wird 2 Minuten zu einem klebrigen Teig verknetet. Nach diesem ersten Kneten darf der Teig dann 1 Stunde bei Zimmertemperatur ruhen.
Danach geht das Ganze wieder los, wieder kneten. Man kann nach Belieben und Textur des Teigs auch nochmal 10 Gramm Wasser hinzufügen und die Temperatur des Teiges damit ausgleichen. Also wenn er jetzt zu kalt ist, der Teig, kann man wärmeres Wasser hinzufügen, um dann wieder ungefähr bei 27 Grad zu landen. Das Gleiche macht man dann nach 20 Minuten Ruhen wieder und lässt ihn dann nochmal eine Stunde ruhen. Ja, das dauert alles ziemlich lange. Jetzt wird der Teig geformt. Dazu schlägt man dann eine Seite des Teiges immer über die andere. Und das macht man ein paar Mal. Mein Teig war leider super klebrig. Das passiert mir manchmal und bringt mich dann direkt zur Verzweiflung. Aber mal wieder ganz ruhig bleiben, nicht verzagen. Irgendwie wird's schon. Anschließend habe ich dann meinen Fastleib in einen bemehlten Gärkorb gegeben und nochmal ein kleines bisschen geformt. Und dann darf er wieder 40 Minuten bei Zimmertemperatur gehen und über Nacht dann in den Kühlschrank. Es ist ein ganz schöner Prozess. Es dauert. Man muss Zeit einplanen dafür. Das ist jetzt kein Brot, was man mal eben schnell zusammenbapscht und dann backt. Aber ich finde, es ist irgendwie auch ganz cool, wenn man es irgendwann beherrscht. Am nächsten Morgen heize ich dann meinen gusseisernen Topf bei ca. 220 Grad für 30 Minuten vor, damit er schön heiß ist. Und dann kommt unser Laib da hinein. Man kann dem Brot so ein paar kleine Designs geben und vor allem auch einen großen Schnitt, damit das Brot an dieser Stelle aufplatzt und am Ende schön aussieht. Bei mir platzt es aber trotzdem immer irgendwo auf. Ich habe den Dreh da irgendwie noch nicht ganz so raus, aber das Brot wird dann für 50 Minuten bei 200 Grad gebacken und am Ende nehme ich den Deckel immer noch mal für ungefähr 7 bis 10 Minuten ab, um dem Brot dann noch eine schöne Bräune zu geben. Und voilà! Ich und mein Brot! Also es ist ein relativ flacher, kleiner Laib, wie man sehen kann, aber ich bin ziemlich erstaunt, er ist im Ofen noch gut aufgegangen. Ich hätte was viel Schlimmeres erwartet. Er fühlt sich auch relativ luftig an, könnt ihr das hören? Im Hintergrund läuft hier die Spülmaschine, deswegen habe ich jetzt keine hohen Erwartungen, aber er riecht lecker, er fühlt sich luftig an und ich glaube, wenn wir reinschneiden, wird es gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe das jetzt heute Morgen einfach nur ganz schnell in den Ofen gepackt. Ich muss auch tatsächlich bald los. Die Arbeit ruft. Ich dachte, ich habe heute einen freien Tag. Das hat sich direkt erstmal gleich geändert. Aber ich habe mein Brot noch geschafft und ich werde es auch gleich noch verkosten. Ich glaube, ich hätte es sogar noch ein paar Sekunden länger im Ofen lassen können mit dem Deckel offen, damit es noch brauner wird. Habe ich jetzt aber nicht gemacht und jetzt ist es, wie es ist. Und ich lasse es noch ein kleines bisschen kühlen und dann gibt es den ultimativen Taste-Test.